Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind zurück in Scarlitz, unserer Heimatstadt, auch wenn sie sich sehr verändert hat. Heimgesucht von Banditen und Plünderern. Ja, und einer von denen sind wir jetzt auch, denn wir plündern auch, was nicht nied- und nagelfest ist und versuchen irgendwie... Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen, wie ich. Von wem redet er? Ich meine, okay, er kennt die ganzen Leute hier, aber die sind mir jetzt kein Begriff. Ich habe noch keinen erkannt. Ich habe jetzt beispielsweise Fritz und Matthäus noch nicht wiedererkannt. Weiß auch nicht, wie es aussieht mit Bianca und mit Theresa. Vielleicht hat Bianca es ja geschafft und ist in ihre... geflüchtet. Die haben alle gar nichts dabei. Schau mal gerade in der Schenke. Nein. Wieso? Warum gerade du, Bianca? Ich finde die Bastarde, die dir das angetan haben. Ich werde sie finden, das schwöre ich. Ist sie denn? Warte kurz. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Ich sehe sie gar nicht. Ist sie denn? Bianca? Er hat es gesagt, als ich hier war. Das ist Bianca. Oh, Bianca, du hast meine beste Zeit hinter dir, wa? Biancas Ring, Tatsache. Na, das brauchst du jetzt wohl nicht mehr. Ich nehme das als Andenken an dich mit, meine Liebste. Meine Liebste? Er hat doch gar keinen Bock auf die gehabt. Diese Theresa, da hat er doch schon ein Auge drauf geworfen, die auf den Arsch geschaut. Gott, dann hat es Theresa bestimmt auch nicht geschafft. Mann, und das alles nur, weil wir weggelaufen sind. Hätte man denen helfen können? Wie hätte ich Bianca denn retten können? Ich glaube gar nicht, oder? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal hoffe ich nicht weglaufen. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Das ist nicht nur gerade bei euch so leise, Leute. Die Synchro ist teilweise echt richtig leise. Ja, es muss echt krass sein. Ne? Im einen Moment war er wirklich noch... Er hat ja gerade mit seinem Vater zusammen die Waffe des Lebens geschmiedet und... Eltern noch irgendwas Interessantes dabei. Und im nächsten Moment wird ihm alles genommen, was er hatte.
schon echt heftig sein. Ein Ding. Hier eine Schaufel. Okay. Bei der Schmiede, hat er gesagt, oder? Vor allen Dingen sind ja wirklich alle Leute tot. Jeder, den wir kannten, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wer alles überlebt hat, aber... Das ganze Dorf ist einfach niedergemetzelt worden. Wir haben unsere Heimat verloren, wir haben unsere Eltern verloren. Wir haben unsere Freundin verloren. Unsere Freunde wahrscheinlich auch. Hat er nicht gesagt, dass irgendwie bei der Schmiede eine Schaufel liegen soll? Oder hatte ich das... falsch verstanden? Oder meint er nicht die Schmiede? Wir brauchen doch eigentlich eine Schaufel hier, um die Kohlen reinzuschaufeln. Axt. Aber mit der kann ich wahrscheinlich auch nicht kämpfen. Guck mal, sie haben sogar unser Zuhause geplündert und... hier alles auseinandergenommen, obwohl hier doch die ärmsten Leute wohnen, mehr oder weniger. Guck mal, wie die Burg aussieht. Ist die auch komplett eingenommen und zerstört? Komme ich da rein? Da komme ich gar nicht durch. Warte mal, ich schaue nochmal gerade im Questlog, was da steht. Questlog hier. Beschaffe dir eine Schaufel. Obwohl mir mein Lehnsherr Ratzik Kobila verboten hatte, Thalmberg zu verlassen und Herr Diewisch, der Herr von Thalmberg, diesen Wunsch zu entsprechen versuchte, gelang es mir letzten Endes doch, die Burg zu verlassen. Ich musste nach Scarlet zurückkehren und meine Eltern bestatten. Ich konnte ihre Leichen nicht den Hunden und anderem Getier überlassen. Da steht jetzt aber nicht... wo ich die Schaufel finde. Ich meine, er sagte bei der Schmiede, oder? Komme ich auch nicht durch. Aber bei der Schmiede war ich doch gucken. Dieser Kohlentypi müsste eigentlich auch eine Schaufel haben, aber der hat die Kohle nur verkauft, ne? Bin jetzt gerade wieder so ein bisschen lost, Leute. Lässt einen manchmal dann doch so ein bisschen alleine. War gerade ein Hund. Wir reden noch, Leute. Sind das Gegner oder? Mein Gott, wer ist das? Scheiße, da komme ich nicht durch. Ich weiß nicht, ob die Leute gerade von dem Hund bedroht werden, ob die Leute den Hund bedrohen oder was da los ist. Die waren eben auf jeden Fall noch nicht hier. Was ist denn los? Wischig?
in Gottes Namen treibst du? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Ich glaube eher, dass du den die Leiche schänden wolltest. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen? Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nix. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie krass ist der Typ denn? Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Vielleicht schiebe ich sie in den Arsch. Vielleicht bringe ich dich aber auch einfach um damit und nehme mir dann die Schaufel. Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Genau. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Na, mach doch. Mist, Mist, Mist. So ist's recht. Zieh den Schwanz ein. Wo läuft der hin? Du musst Ausrüstung verwenden, die für deine Fertigkeiten nicht ausreichen. Bedeutet ja, ineffektiver. Muss ich hier noch etwas erledigen. Gott, ich wünschte, ich könnte weg. Aber was benutze ich denn für eine Ausrüstung? Kann ich den jetzt plündern hier? Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen wird das nicht mehr benötigen. Oh, der hat ein paar nette Sachen dabei. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Ich würde den Hund gerne mitnehmen und irgendjemand muss sich doch um ihn kümmern jetzt. Welche Ausrüstung? Ach, heißt das vielleicht, dass ich das nicht vernünftig tragen kann hier? Mindeste Agilität, 7. Wie viel habe ich denn? 2. Mindeste Agilität 3. Minimale Stärke 1. Ja, dann rüste ich doch mal die Axt aus. Haben die Sachen auch Stats? Oh. Minimale Stärke 0 alles. Okay. Das heißt, ich brauche dringend Stärke. Stärke und Agilität. Habe ich jetzt diese blöde Schaufel immer noch nicht, oder? Ach, da ist sie ja. Was ich nur irgendwie nicht raffe, ist... Oh nein... Wieso ist der Typ jetzt weggelaufen, wenn das mit dem Einschüchtern nicht geklappt hat? Der
ist irgendwie geflohen von mir, nachdem er es ein Misserfolg war und ich ihn nicht einschüchtern konnte. Was für ein Arschloch, ey. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ihn mit fünf Angriffsstärkepunkten, wie auch immer man die Dinger nennt, ja überlegen bin. Soll ich jetzt das Grab ausheben? Hebe unter der Linde ein Grab aus, bestatte deine Eltern. Gerade nicht sprinten, weil ich so überlastet bin. Blöde Schaufel. Oh, nee, ne? Ich muss jetzt hier hoch. Wartet mal, das ist mir ein bisschen zu blöd jetzt gerade. Ist das wert? Weiß ich. Ist schon was wert, ne? Der Käse ist nicht viel wert und ist recht schwer. Der Ratzigs Schwert ist halt überhaupt nichts wert, komischerweise. 120 nur. Seltsam. Was ist denn hier richtig schwer? Eigentlich nichts. Die Axt. Wassermelonen sind relativ schwer. Lassen wir die mal hier. Sollte es wieder gehen. Ich hasse das, ne? Wenn man nicht so viel tragen kann. Das ist echt mega lästig. Ich habe immer gerne ein unbegrenztes Inventar. Wenn das unrealistisch ist. Aber ich finde, es macht vieles so viel einfacher in Rollenspielen. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so, dieses begrenzte Inventar ständig zu haben. Darauf achten zu müssen, was ich mitnehme. Macht die ganze Sache dann meistens doch eher lästig, als das... Ja, wie gesagt, Realismus ist schön, aber nur bis zu einem gewissen Grad... Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. So, wie klappt das jetzt hier mit dem... Kann ich die Schaufel jetzt irgendwie ausrüsten, oder? Wenn du ein Grab ausheben oder nach einem Schatz graben willst, aber keine Schaufel zur Hand hast, wirst du danach ganz schön dreckige Fingernägel haben. Ja, das ist schön. Kann die aber nicht ausrüsten. Das Wetter trägt auf jeden Fall seinen Teil dazu bei. Zu der Stimmung hier. Oh, da ist ja der Hundi. Ich hatte eben noch ein Stück Fleisch für dich, das habe ich jetzt weggeworfen.
zu schaffen. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist du? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Was für Spastis. Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Das könnt ihr also vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Nein, nicht. Du gibst eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen hat. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Na super. Ich darf jetzt gegen den kämpfen, oder was? Aua! Wow! Du bist geliefert! Ich glaube, das kann ich gar nicht gewinnen. Ich glaube, das war nicht möglich, das irgendwie zu gewinnen. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Das ist ein schönes Stück. Dem Anführer wird's gefallen. Brandneu, habe ich recht? Und nun vergießen wir das erste Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein würde. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Mörder. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Theresa? Ist es Theresa? Ich glaub schon, oder? Hört auf mit den Spielchen! Scheiße! Er nimmt das Schwert mit, der Wichser. Krass, das war erst der Prolog, Leute.
Okay, wir scheinen in einem krassen Fiebertraum zu sein. Gar nichts. Mit keresel? Véletlenül kibújtál anyját. Kapsz egyet! Im Traum ist es bedeutend einfacher. Oh, sorry. Den Traum erfolgreich gelöst, oder? Brauchst du Hilfe? Schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Onkel? Sind wir wieder zurück in Scarlet? Nein. Scarlet ist doch komplett abgebrannt. Wo bin ich? In Scarlet? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Was ist passiert? Du erinnerst dich wirklich an nichts? Tja, wundert mich nicht. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Ist auch geil, dass sie sagt, du hättest nicht dorthin zurückkehren sollen, das ist viel zu gefährlich und sie da rumläuft. Du bist wach. Als Frau. Guten Morgen. Fast Mitternacht. Hast den ganzen Tag verschlafen. Als wäre ein Pferd auf mich gestürzt. Die Prügel waren schlimmer als das. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Ja, liebe Leute, ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder rum. Ey. Das ist so krass, wie schnell die Zeit hier vergeht bei Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben Theresa zurück, oder sie uns. Ich glaube, dass sie ganz schön tough ist, dass vielleicht noch viel, viel mehr hinter ihr steckt, als wir vielleicht zurzeit wissen. Denn, ja, sie ist ja wirklich... attackiert worden von 3 bis 4 Leuten und keine Ahnung, wie sie das überlebt hat. Irgendwie ein Wunder, keine Ahnung. Und sie läuft auch, sie hat uns jetzt auch aus der Scheiße geholfen. Also, wer weiß, wer sie in Wahrheit ist. Vielleicht, also wie gesagt, das ist alles sehr realistisch hier in diesem Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie die geheime Assassinin von irgendeinem geheimen Untergrundkult ist oder sowas, aber... ja, vielleicht steckt ja doch irgendwie viel mehr an ihr, als wir vorher dachten. Würde mich sehr freuen, wenn wir das gemeinsam rausfinden, liebe Leute. Lasst mir gerne ein Like und Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, hier zu Kingdom Come Deliverance. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent.
Ja.